Hallo und damit recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Let's Play Train Sim World. Wir befinden uns heute auf der Karte Ruhrsieg Nord und jo, das Ganze hatte den Anlass, dass es nun eine neue Lok für das Spiel gibt. Und zwar ist das, wie wir hier wunderschön präsente Bild sehen, die Baureihe 155, mit der wir uns heute einmal jo, durch die Gegend bewegen werden. Ja, genau, die gibt es jetzt hier, da gibt es einige, also zum einen gibt es Szenarien für die Lok, zum anderen aber auch, nein, habe ich eigentlich nicht vor. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen lang gebraucht, das kann wohl sein, dass das ein bisschen lang war, aber ich würde sagen, wir machen es erstmal hier so ein bisschen startklar. Und zwar Zugspitzerhelligkeit machen wir mal, ja, dem ist glaube ich ganz gut, Spitzensignal an. Spitzsignal rechts, ja genau, an und auf weiß. Dann machen wir Instrumentenbeleuchtung. Machen wir den ganzen Kram hier mal an, ne? Alles, was wir hier haben. Führerschutzbeleuchtung, dim ist okay. Dann brauchen wir PCB-SIFA, ne? So. Mit der Kram angeschaltet ist. Stromversorgung, das sollte eigentlich alles passen. Da sollte automatisch drin sein. Genau, die Lichter hier finde ich immer ganz cool, wenn die an sind. So. Dann ganz wichtig, müssen wir den Fahrbremsschlüssel auf so schalten, damit wir auch gleich losfahren können. Ja, soll das eigentlich passen? Ich würde mir das ganz gerne mal von vorne anschauen, wie das jetzt hier mit den aktivierten Lichtern. Ach, wunderschön. Oh, das wird echt gut. Guck mal, sogar mit der Beleuchtung in der Lok, du, das ist Schneekruger. Kann man mal so machen. So. Und genau, mit dieser Lok fahren wir jetzt erstmal, würde ich sagen, für heute mal eine etwas kürzere Runde. Die Tage können wir da vielleicht ein bisschen. Oder vielleicht sogar schon morgen ein bisschen was längeres fahren. Für uns geht es erstmal. So, genau, jetzt haben wir es einmal nach vorne. Jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Einmal die Bremse gelöst. Und falls ich das richtig verstanden habe, können wir noch nicht. Okay, das ist beruhigend. So, was haben wir noch vergessen hier? Irgendwas haben wir noch bestimmt jetzt vergessen. So, vorwärts. Fahrbremse hier lösen. Schlüssel ist an. Direkte Bremse ist gelöst. So, das ist nach vorne. Das sollte passen. Das heißt, wir müssen jetzt ja eigentlich hier. Genau, wollte gerade sagen. Wir müssen uns eigentlich hier die Geschwindigkeit aufschalten können. Und das tun wir auch. Jetzt kann man sogar hier das Fenster ein bisschen. Genau, ah, mit Rechtsklick kann man nämlich so ein bisschen. Haha. Danke für den lieben Tipp. Vielleicht kann ich das Menü rein. So, die PCB machen wir einmal raus hier. Und dann geht es für uns einmal hier durch die Lande. Was auch ganz cool ist, man hat hier die Möglichkeit, den Schub also einzustellen, wie stark jetzt die Lok zieht. Ja gut, der Zug ist es ja eher ein Zug als ein Schub. Genau, das ist auf jeden Fall die Lok hier. Hat jetzt auch ein paar neuere Funktionen, die ich jetzt so bisher noch nicht kannte aus den anderen Loks. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier mal ein bisschen Konzentration. Aber hier, genau, PCB einmal an. Ja, passt ja ganz gut. Das ist aber auch eine richtige Zugart, die ich vorher gesehen habe. Aus der, glaube ich, unserer letzten Fahrt nicht unbedingt war, dann haben wir ein paar Leute hin, die kann aber nicht sein. Von daher passt das so heute, ne? Also genau, die Lok hier gibt es seit heute auf Steam und bringt zum einen ein paar. Ach komm, brauchen wir eigentlich ja nicht, ne? Und bringt zum einen Szenarien mit und zum anderen aber auch das, was wir jetzt gerade fahren, eben Möglichkeiten für den Fahrplanmodus. Was anscheinend auch kommt und was auch passiert ist, dass die anscheinend häufiger im KI-Verkehr vorkommen, stand so dran, dass das irgendwie noch eine Geschichte ist. Habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, so viel KI-Verkehr, wenn ich ehrlich bin, aber das ändert sich ja vielleicht noch entweder im Fahrplanmodus oder auch in den Szenarien, die wir vielleicht jetzt im Laufe der Zeit fahren, vielleicht auch schon heute. Man weiß es nicht genau. Ich glaube, bei der Geschwindigkeit können wir eigentlich echt das Fenster offen lassen, ne? Das fand ich echt ganz cool. So. Ein kleines Minimum an frischer Luft. So. Können wir da. Oh, drüben ist vielleicht noch cooler, ne? Dann haben wir die Luft so ein bisschen. So, ups. Dann haben wir die Luft ein bisschen nicht ganz im Nacken, sondern ein bisschen weiter weg. Das ist super. Machen wir genauso. Bin ich zufrieden damit, machen wir. Easy eingekauft, genau. Genau, zum Losfahren, wie gesagt, eines der größten oder einer der größten Fehler, die man machen kann, ist im Prinzip einmal hier genau den Schlüssel nicht zu drehen. Sorgt dafür, dass man mit der Lok nicht losfahren kann. Ansonsten ja, ist es eigentlich größtenteils alles beim Alten. Hat hier ein bisschen eine differente Steuerung.
hier eben mit dem Rad angedreht und dann hier noch mit der Leistungsregelung. Das ist ein bisschen was anderes, aber ansonsten eigentlich bekannte Sache. Man kann wieder relativ viel bedienen, was ich ganz cool finde. Hier jetzt innerhalb der Lok und ja, genau so wie das hat eben aus Train Sim World an dieser Stelle kennen, meine Damen und Herren. So, was sagt denn hier unser... Ja, ein bisschen gut haben wir schon. Oh, ich finde das so cool mit dem Licht. Ich weiß, das hat man, glaube ich, an meinem Fahren nicht an. Aber es gibt ein ganz schönes Flair hier auf dem Dashboard. Man kann es, glaube ich, ausschalten mal schnell. Wenn ich jetzt wüsste, welcher Knopf das ist. Das hier, ne? Ja, ich glaube, das hier war es. So. Zack. Ja, das kann man auch mal machen. So. Ein bisschen... Ins Bremsen müssen wir da reinkommen. Muss ich das jetzt im Vorsignal, ne? Ja, genau. Das müsste ich mich eigentlich bestätigen. Wollte ich gerade sagen. Immer noch die 40, gell? Ja. Gut, so ist es. Aber das haben wir ja sowieso. Ach, ich darf immer nicht so... Ah, okay. Da muss anscheinend eine kleine Zeit dazwischen... Ich mag das schon ganz gerne mit dem Licht. So. Ups. Ja, ist voll unrealistisch. Aber so sah das auch bei den Screenshots aus. Das fand ich halt, wie gesagt, echt ganz cool. Von daher machen wir dazu. Genau, ob es auch hier Personenzug-Szenario gibt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es stand eigentlich mit in der Beschreibung, dass es eine gemischt klassische Lok ist, also für sowohl für den Güter- als auch für den Personenverkehr. Habe ich jetzt nicht unbedingt nachgeschaut, das tut mir leid an der Stelle, aber so ist es auf jeden Fall. Ach, man kommt ja wunderschön schnell vorwärts zu, da trennt jetzt sich ja richtig hier mit dem, das ist super. Was haben wir denn für eine V-Max hier? Ich vermute mal, gut, durch gute Zug ist es immer ein bisschen limitierter. Aber was ich zugelassen kann. Mit 1,82 m habe ich mir auch getäuscht, von daher so. Einmal rausbefreit. So, genau. Immer noch das Untergrundkollege hier. Der darf halt nicht mit 155 unterwegs sein, wie es aussieht. Das ist aber schon reichlich gemütlich hier, muss ich sagen. Das sind alles 60er. Ah, das sind 50er. Okay, gut, dann können wir ja zumindest minimal schneller fahren. Du, das ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ich kann es auch, ich kenne die Strecke ja nicht, ich kann es auch schlecht einschätzen, wann wir wo da sind. Ja, die 50, ich muss mal gucken, dass wir die gleich hinkriegen. Ach gut, das ist Luftlinie ordentlich, damit es auch wahrscheinlich ein bisschen Strecke sein, die wir da zurücklegen. Naja. So, machen wir ein bisschen schneller hier. Erstens sitzen wir morgen noch da, das kann ja auch nicht sein. So, Siefer nicht vergessen. Ich muss sagen, mir gefällt hier der Aufbau der Lokomotive, des Führer, das Fahrerabteil, Dings da, Zugführermäßig. Das finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Also, das ist wahrscheinlich auch nicht mehr zeitgemäß, so von der Steuerung her ist ein bisschen alles, ne? Nicht ganz so ergonomisch angeordnet. Aber ich muss sagen, so optisch gefällt mir das tatsächlich. So. Können wir vielleicht nachher mal ein bisschen schneller fahren oder zieht sich das jetzt hier durch? Ich glaube, das zieht sich mehr oder weniger durch. Guck mal, da haben wir schon wieder hier eine, Anfahrt auf eine langsamere Geschwindigkeit. Ich weiß jetzt auch echt nicht, wie das jetzt auf dem Streckenplan aussieht. So, ja gut, ich bestätige mal auch nochmal ganz kurz weg. So. Gucken wir mal. Ah, wir fahren. Okay, okay, gut, interessant. Dann haben wir das auch mal gesehen hier. Vielleicht erkennt man da irgendwie, dass man da jetzt irgendwann mal auf gerade Strecken kommt, aber dem ist anscheinend nicht so gut. Naja. Noch ein Nothalt. Okay, LZB-Nothalt. Guck mal, LZB haben wir auch tatsächlich hier. Ist aber, soweit ich gelesen habe, nicht unbedingt umgesetzt, aber... Uiuiui, witziger Siefer-Ton, du. Das ist auch nicht schlecht. Jo, dann gucken wir mal ein bisschen gemütlicher durch die Gegend. Du, ist auch nicht schlecht. So. Die Frage ist, ob das 40 oder 50 waren. Eigentlich müsste es ja, wenn ohne extra Kommentar sind, dass er 40, die er uns da mal ankündigt. Da stand da eigentlich nichts anderes dran. So, gucken wir mal. Ach so, das wird der Wiederholer. Gut. Ist auch akzeptiert. Ach ja, das ist einfach die Highspeed-Geschwindigkeit des Todes, ne? genau, ist auch so ein bisschen... Das nächste ist ja auch wieder so. Was, okay, gut, ich reg mich... Nee, ich reg mich nicht. Und für die Fahrt ein bisschen länger, ist auch nicht schlecht. Das ist also eine Sache, die ist jetzt hier bei...
Trains in World ja generell ein bisschen so. Die Strecken, die es bisher gibt, sind ja alle relativ kurz. Man kann sagen, das Bremsen wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ihr ja damit anfängt. Die Strecken sind alle relativ kurz, deswegen gibt es halt auch leider noch nicht wirklich irgendwie Fernverkehrslinien, sei es jetzt Intercity oder ICE. Das ist halt auf solchen Strecken leider noch relativ witzlos, aber ich fände es halt ganz cool, weil das finde ich zusätzlich zum Güter- und Personennahverkehr auf jeden Fall auch dazugehört. Und jo, entsprechend wäre das natürlich eine schöne Sache, aber ne, die Strecken sind dafür, so wie ich das wahrscheinlich noch zu detailliert und damit auch noch zu klein, und dann hat man halt da so ein bisschen. Muss ein bisschen gucken, was man aktuell hat, aber das ist ja nichts, was ich nicht noch entwickeln könnte, so im Prinzip, ne? So. Was sagt denn hier jetzt die Entfernung? Nur noch 10 Kilometer. Wird nicht weniger. Gut, Luftlinie, da kannst du immer ganz viel fahren, ohne dass was passiert. Was sagt denn unser Hinterteil? Ach, da sind wir. Okay. Ich weiß übrigens auch gar nicht, was sie geladen haben. Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Eigenschaft, wenn man das nicht weiß. Gar nicht gut, aber ja, jetzt auf dem kurzen Stück wird da schon keiner sein, der das irgendwie sehen will. Ist, glaube ich, ein bisschen anders als im LKW-Verkehr. Ist das nicht ganz so mit, aber kennen wir auch nicht damit aus. So. Süß. So, davon haben wir nochmal. Langsam, vielleicht, ich gebe die Hoffnung immer noch nicht auf, dass vielleicht ein kleiner Teil der Strecke so ein bisschen nicht Highspeed, aber so ein bisschen schneller zurücklegen können. Mal so über 50. Ne, ist glaube ich nicht. Ne? Ich gebe es auch auf. So, sind so 40, okay. Dann rollen wir da einmal lang. Wo sind die ganzen PCB-Knöpfe? Sind noch ganz kurz. Ah, da, okay. Da ist ja die angeordnet. Gut. Der Vorteil ist, auf der Tastatur sind die zum Glück eigentlich immer auf dem gleichen Dingsy. Ja, aber es ist halt im Real Life bei den Loks nicht so. Deswegen hat man da wahrscheinlich ein bisschen eine größere Zeitspanne, der mal da eingeführt werden muss. So, jetzt dürfen wir aber, ne? Mega. Also jetzt noch nicht, aber wenn wir dann da durch sind. 120, joa. Lässt das unsere Zugart überhaupt zu? Ich hab's echt nicht so mit den Zahlen, gell? Es tut mir echt leid. So, was sind wir denn da durch? Oh, ist noch ein bisschen. Ah, jetzt kommen wir schon mal langsam hier, ne? Das hier vielleicht so ein bisschen. So. Dass wir da ein bisschen schneller vorwärts kommen. So kann ja auch nicht sein hier, dass wir da so durch die Gegend trotteln. Dann ist ja. Das ist auch ein ordentlicher Güterzug. So. Okay, 120. Wunderbar. Ja, ich fahre ganz gerne ohne das Interface. Weil es hat noch so ein bisschen wesentlichen realistischeren Charakter, würde ich jetzt irgendwie. Würde ich jetzt mal anmerken. Ja, ist natürlich jetzt, wenn man die Strecke nicht kennt, ein bisschen schwierig, weil man nicht weiß, ja, wo kommt ein Halt oder so. Aber gerade so, wenn man das mit dem Zugsicherungssystem und dem ganzen Kram so einigermaßen unter Kontrolle hat, dann kann man das andere oder andere mal ein bisschen wagen, finde ich. Also wir fahren nach Hagen, wenn wir schon bei Wagen sind, haha. Ist nicht witzig, ich weiß. So, jetzt wird das ja immer ein bisschen laut mit dem Dings, aber ich finde das Holzinterieur. Ja, ist schon schnubbelig, du. Ist schon schnubbelig. Ja, komm, so ein bisschen können wir ja noch. Das ist aber auch bei der Lok-In. Okay, das ist halt zumindest mal eine ganz andere Hausnummer als unsere 182 letztes Mal. Geschwindigkeitstechnisch. Und ist die aber auch jetzt wesentlich besser mal für den Güterverkehr geeignet, weil wenn du da eh. Das ist jetzt zu laut. Wenn du da E-Geschwindigkeiten hast, die eh nicht gefahren werden können mit der Lok, dann macht es ein wenig Sinn. Und hier hat man jetzt, glaube ich, mappt das ganz gut. So, was sagt denn die Entfernung? 6,7 Kilometer. Okay. Also Luftlinie. Das heißt, es ist auf jeden Fall, F8, das ist auf jeden Fall gleich viel oder mehr. Das ist ja schon mal eine Aussage, die man treffen kann. Man könnte jetzt hier anfangen mit so Mathe, bla, nach oben, nach unten abschätzen. Das ist im Prinzip auch nicht viel anders, was man da macht. Die Strecke nach, ne, oben abgeschätzt ist jetzt das hier. Es ist eine, ne, ist die untere Grenze. Minimal sind es noch 6,7 Kilometer. Das heißt, frühestens bei Kilometer 18
sind wir da und haben eh noch ein paar Kurven durch die Gegend fahren, denke ich mal, ist das eh noch ein bisschen. So. Doch mal ein bisschen Zug hier drauf. Ach, schön schnuckelig. Oh, das sieht voll, das sieht so heimelig aus. Guck mal, da kannst du das voll drin einrichten, da vorne. Hast du deinen Kaffeebehälter dabei? Ach ja. Ah, ist schon süß. Ich weiß nicht, warum ich das Licht feiere, aber es ist natürlich vollkommen unberechtigt. So, kommen wir mal ein bisschen. Geben wir noch mal ein bisschen Saft drauf und dann. Aber auch generell das Grün hinterlegen, dass man alles hier auch anmachen kann. Das habe ich jetzt bei. Ich meine, generell, man kann hier relativ viel bedienen, sowieso in Train Sim World, aber das finde ich tatsächlich nochmal ein etwas. Nochmal ein bisschen ein anderes Extrem tatsächlich. Ist nochmal ein bisschen stärker, was man alles kann. Achtung, ja. Judenö. Immer noch grün. Das sieht ja ganz gut aus. Ich denke mal, wir werden uns. Ah, 100. Müssen wir nicht. Nee, okay. Aber Hauptsache da mal. Runterkommt von der Geschwindigkeit. So, sind wir jetzt auf. Es dürfte nicht 0 sein, ne? Das müsste echt passen. So, haben wir einfach nur eine elektrische Bremse oder ist das. Oder das ist aber ordentlich verzögert, du. Ja, das ist ordentlich verzögert, du. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Aber dann geht auch ordentlich in die Eisen. Ja, sollte ich vielleicht mal ein bisschen drauf gucken. So, da haben wir unsere 100 hier. Der nächste sieht immer noch ganz gut aus. Ja, super. Einwandfrei. Man kann sagen, so sehr Gefahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten. Aber ich bleibe immer noch 4 Kilometer Luft liegen. Na ja, gut. Eigentlich, ja, da wird immer noch ein bisschen, da sind wir noch ein bisschen, haben wir noch ein bisschen. So. Wir erreichen in wenigen Minuten unseren Endbahnhof. Wieder alle aussteigen, alle Kohlebrocken und was immer wir geladen haben. Ich weiß es nicht. Fossile Brennstoffe, super. Ach ja, so schön, guten Tag, Kollege. Mit Doppelstockwagen. Ach genau, das ist, glaube ich, generell eine der wenigen Wagen, die es bisher überhaupt gibt. Ja, das ist stimmt. Also wir haben halt den Triebwagen, den Talent. Muss ich das bestätigen? Den muss ich auch nicht, okay. Wir haben den Triebwagen, den Talent, glaube ich, der ist ja auf der Strecke Rapid Transit. Dann haben wir, was haben wir noch an Personenwaggons jetzt hier im Umfeld Deutsche Bahn. Was haben wir noch? Genau, wir haben das. Dann haben wir halt einige Loks und die fahren halt alle mit Doppelstockwagen. Ja, Tatsache. Was war es so an der Diversität eigentlich? Was so ganz cool wäre, was denke ich aber halt nicht ganz dazu passt. Hier wären halt irgendwie so ältere Nahverkehrspersonenwagen, Innenwagen oder so ein Kram. Passt aber halt, glaube ich, nicht mit in das Setting, wobei je nachdem, in welchem Jahr das halt spielt, ne, ist das eigentlich, glaube ich, auch in Ordnung. Ja, allerdings sind das ja so Sachen, die man eigentlich jetzt heutzutage nicht mehr so antreffen tut, weniger antreffen tut, als jetzt im Doppelstockwagen, weil, ne, geht in vielen Entwicklungen, eben ist Doppelstockwagen, gibt es auch diese Doppelstock, Triebwagen, die ganz ohne Lok auskommen, Twindex. Und ja, ansonsten hat man noch die Entwicklung halt eben zu den ganz normalen Triebwagen hin. Aber so lokbespannte Züge ist jetzt ja eigentlich nicht mehr so der Trend aktuell, wenn man mal ganz ehrlich ist. Zum Eisenbahnverkehr. Gut, beim Intercity 2 ist es ja tatsächlich immer noch so. Allerdings, ja, ne? So, jetzt wollen wir wieder einmal runter. So, da müssen wir jetzt aber ordentlich runtergehen wahrscheinlich mit der Geschwindigkeit, damit wir hier nämlich, genau. Bremse bitte, dankeschön. Sonst haben wir nämlich echt gleich Probleme mit der Bremskurve. Wobei, das sieht ja einigermaßen noch ganz anständig aus. Na, ganz runter sollte man noch nicht, aber ja, guck mal, jetzt sind wir ungefähr in der Größenordnung. So, den Rest ein bisschen rollen, noch ein bisschen bremsen gegen Ende und dann läuft das schon. Ja, ja, ganz viel Belohnung, freut mich ja auch irgendwo. Sollte passen, wir haben noch 1,2 Kilometer, okay. Das heißt, wir machen uns mal langsam auf die Anfahrt bereit. Bitte alle Armlehnen hochklappen, die sind in einer aufrechten Position stellen. Ja, was haben wir noch? Nix. Ach, das ist nur der Wiederholer. Okay. Ja, es ist kein Wiederholer, es ist ein Signal im verkürzten Abstand. Ein Vorsignal im verkürzten Abstand, bla. Dafür steht der weiße Punkt, ja, ja. I know. So. Dann einmal raus damit und dann machen wir hier einmal. Oh.
Halt erwarten im verkürzten Abstand. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Das könnte stressig werden. Das ist 700 Meter tatsächlich verkürzt. Okay. Ja, aber das müsste eigentlich passen. So. Ja, du bist auch noch da. Sorry. So. Alter, das mit den Bremsen ist ein bisschen schmerzhaft, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, hat man es. Direkte Bremse hätte man halt vielleicht irgendwie ein bisschen, aber gut. Passt ja einigermaßen. So, zweiter Magnet. Da haben wir noch ein bisschen. Oder sagt man eigentlich einigermaßen drin sein? Super, dann schick. Was könnte fast so auf den ersten Blick können, das fast in der City-Waggon sein. Boah, sowas würde ich mich echt drüber freuen. Mal so eine 120 vielleicht. Also eher als eine 101. Aber gut, das ist halt. Es unterliegt ja auch nicht meinen Wünschen, was hier gemacht wird und was nicht. Ist halt, also, denke ich mal, zum einen natürlich Umsetzbarkeit, was da machbar ist, und zum anderen natürlich auch so ein bisschen eine Studie, was wird sich jetzt gut verkaufen, und dementsprechend wird dann wahrscheinlich ein bisschen die Entscheidung getroffen. Was haben wir vielleicht schon als Modell grob vorliegen? Ja, ne, sind halt alles wirtschaftliche Betrachtungen an der Stelle. So, wo haben wir denn unser, da auch vorne ist unser Halt, gut. Hier wäre also nicht zufrieden hier in dem Bereich, gut. Guck mal, das taucht jetzt da vorne auf. Gut, ja, es fällt jetzt aber nicht so stark auf. Finde ich ein bisschen besser ausbalanciert, die Sichtweite, ehrlich gesagt, als im Fernbus-Simulator. Ach stimmt, sind wir heute Morgen ja gefahren. Wir haben die Folge von heute Morgen, das heißt, wir haben jetzt heute zwei auf der Unreal Engine basierende Spiele. Also ich hoffe mal, der dürfte mich jetzt aber nicht runterbremsen, weil ich bin jetzt ja unter meiner Sollgeschwindigkeit. Ja, müsste eigentlich passen. Wegen der Beeinflussung hier jetzt 500 Hertz Magnet. Achso, ja, es ist jetzt. Ah, das ist einzuschätzen, wird jetzt schwierig. Güterzug, allerdings ist eine ganz gute Bremsleistung, ehrlich gesagt. Also tatsächlich eine relativ gute Bremsleistung. So, wir sind halt bei 20. So, jetzt vielleicht, ne? Bis halt ansetzt. Sie fährt auch noch mit rein. Okay, er setzt viel später, als ich gedacht habe. Brems! Junge! Bitte, 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 danke. Oh, puh. Okay. Vielleicht mal was falsch gemacht, ich weiß es noch nicht, auf jeden Fall. Wir sind da, ne? Ziel erfüllt, wunderbar. Da würde ich sagen, ich werde mit dir schafft von Hagen Lach Limate. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen fürs Zuschauen. Und wir haben vielleicht morgen nochmal eine Folge, wenn wir ein bisschen einen großen Teil der Strecke abfahren. Bis dahin, tschüssi.